Matze, die Hübschen. Ja, lange nichts gehört voneinander, aber ich war aktuell viel am Maloren, viel unterwegs. Leider auch mal zwischendurch jetzt krank gewesen und habe einfach mal den Sommer ein bisschen genossen und nicht wirklich Bock gehabt, Videos zu machen. Aber nun geht's weiter. Und zwar mit einem Thema, was mir fürchterlich auf den Geist geht. Aber so richtig hart. Und zwar geht's um diese ganzen Facebook-Instagram-Trolle, Besatz-Nazis, die vollkommen aus der Welt sind und vor allem Anfängern, die sich trauen, ihr Aquarium zu zeigen, den Spaß an der Aquaristik nehmen. Denn es gibt nur eine Meinung, ihre Meinung, die ist festgefahren. Da gibt es keine zwei Arten, es was zu machen, sondern nur diese eine Meinung. Warum komme ich darauf und reg mich deswegen auf? Ich habe hier mein Jurassic World Aquascape. Ja. Was ich mit meinem Junior eingerichtet habe, was ihm richtig Spaß bereitet hat, wo er richtig Freude dran hatte, wo er sich austoben durfte und sich Sachen aussuchen durfte, was in dieses Aquarium kommt. Und man sah ein Leuchten in seinen Augen. Versetzt euch doch mal in die Lage von so einem kleinen Jungen, der Spaß hat, der die Aquaristik aber auch schon ein bisschen kennt. Ne? Der hilft mir hier fröhlich immer bei meinen Maintenance-Sessions und weiß, dass Plastik eher nicht ins Aquarium gehört. Aber wenn man Spaß dran hat und eine SpongeBob-Landschaft nachbauen möchte, weil es sein Kindheitstraum ist, warum denn nicht? Wenn es demjenigen Spaß macht. Die Fische und die Garnelen stört es am wenigsten. Klar, es ist schöner, wenn man mit natürlichen Pflanzen und natürlichen Hölzern und Steinen mit Hardscape arbeitet, anstatt mit irgendwelchen Plastikteilen, Tieren. Aber jetzt mal ganz unter uns. Wird das jemand hier, wie heißt er, Okis Beck ist sein Instagram-Name, Oliver Knott, sagen? Dass der seinen Mandalorian hier, diesen kleinen Ewok oder was auch immer das ist, aus seinem Becken rausholen sollte? Sagt ihm das mal. Ich glaube, der zeigt euch einen Vogel. Ich habe auf Instagram bei Minibeck Aquaristik an einem Wettbewerb teilgenommen. Das Thema war Filmaquarien. Und dachte, ja sicher, klar, habe ich ja hier von meinem Lütten Dino-Fan, Jurassic World-Fan, das Becken, habe ich ein Foto eingereicht. Habe ich auch gewonnen, habe ich mich echt drüber gefreut. Und dann schrieb mir Mareile, du warst aber auch leider außer Konkurrenz. Wie außer Konkurrenz? Ja, niemand anders hat sich getraut, sein Becken einzureichen. Wie kann das denn sein, wenn man doch ein schönes Becken hat, was man gerne mag? Warum reicht man das nicht ein? Ja, schrieb sie mir. Die Leute haben Angst vor negativer Kritik. Die haben Angst vor den Facebook-Trollen. Die haben Angst, ihr schönes Aquarium, was sie für sich schön finden, zu zeigen. Das mag für andere im Auge des Betrachters total schräg sein. Picasso haben auch alle verachtet damals und für blöd erklärt, was er denn da macht. Aber dass es den Leuten im Internet nicht mehr gegönnt wird, ihre Art der Schönheit zu zeigen, zu präsentieren und dafür quasi einfach nur noch verarscht, veräppelt, blank gemacht werden oder ihnen der Vogel gezeigt wird. Das finde ich unter aller Sau. Es gab wohl ein Indiana Jones Becken, was ich liebend gern gesehen hätte. Aber derjenige hat sich nicht getraut, das Becken zu zeigen. Auf der Aqua Expo letztes Jahr, 2022, war ein richtig geiles World of Warcraft Becken.
Das sah mega genial aus. Warum hat sich keiner getraut, bei dem Wettbewerb mitzumachen und diese Becken zu präsentieren, zu zeigen? Lieben Dank an alle Facebook-Trolle, Idioten, destruktiven Affen, die meinen, nur ihre Meinung kundzutun. Ich scheiß auf euch. Und dies bestärkt mich weiter in dem, was ich tue, und zwar meine absolut unperfekte Aquaristik weiter zu zeigen, dass man sich trauen darf, Sachen zu machen, einfach auszuprobieren mal, solange man keinen damit wehtut oder schadet, ganz bewusst, ist das alles in einem völlig okayen Rahmen. Es muss demjenigen gefallen, der das Becken sieht, der das Becken wartet und der dafür verantwortlich ist. In dem Sinne an alle anderen da draußen, traut euch.